Vijnana Maya Kosha, die Hülle, die aus Erkenntnis gemacht ist. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Multimedia Sanskrit Wörterbuch www.yoga-vidya.de. Heute möchte ich kurz sprechen über die Sanskrit Bedeutung des Wortes Vijnana Maya Kosha. Kosha heißt Hülle. Vijnana heißt besondere Erkenntnis oder Intellekt. Und Vijnana Maya heißt gemacht aus Erkenntnis. Und Vijnana Maya Kosha ist die Hülle gemacht aus Erkenntnis. Vijnana Maya Kosha spielt eine Rolle im Vedanta-System, dem System des Wissens, dem Yoga der Weisheit, Jnana Yoga. Da gibt es insbesondere eine Schrift, die nennt sich Viveka Chudamani, geschrieben von einem großen Heiligen und Yogameister, Philosoph namens Shankara, auch Shankaracharya oder Adi Shankara genannt. Und dort wird gesprochen von den fünf Hüllen des Menschen. Der Mensch ist Brahman in Wahrheit, also ein göttliches Bewusstsein, Atman, reines Selbst. Und dieses Selbst drückt sich aus und macht Erfahrungen in dieser Welt über die fünf Koshas. Da gibt es Anamaya Kosha, die Hülle gemacht aus Nahrung, also dieser physische Körper. Dann gibt es Pranamaya Kosha, die Hülle gemacht, Maya, gemacht aus Prana, aus der Lebensenergie. Da sind die Nadis und die Chakras und die Pranas, also Energiekanäle, die Lebensenergien, die Energiezentren. Dann gibt es Manomaya Kosha, das ist die Hülle gemacht aus Manas. Und Manas steht für einfaches Denken und Fühlen, Emotionen, Wünsche und so weiter. Und dann gibt es als viertes die Vijnana Maya Kosha. Das ist die Hülle gemacht aus Vijnana. Und in der Vijnana Maya Kosha sind, laut Shankaracharya und Viveka Chudamani, Buddhi und Ahamkara. Buddhi ist die Unterscheidungskraft, die Vernunft, der Verstand, die Urteilskraft. Und als zweites ist dort Ahamkara. Das ist das Ego, das Ich-Prinzip. Das, was sich identifiziert, das, was sagt ich. Beides ist eben in Vijnana Maya Kosha. Vijnana Maya Kosha ist das, was Mensch von Tier unterscheidet. Tiere haben eine entwickelte Anamaya Kosha, sie haben einen Körper. Pranamaya Kosha, sie haben Lebensenergie. Sie haben Manomaya Kosha, sie haben Emotionen, einfaches Denken, mögen, nicht mögen, Instinkte und so weiter. Sie haben vielleicht auch eine klein entwickelte Vijnana Maya Kosha, aber der Mensch, der hat die Fähigkeit, etwas zu erkennen, vorauszuüberlegen. Mensch weiß, ich bin ein historisches Wesen, ich habe eine Vergangenheit, ich habe eine Zukunft und irgendwann werde ich physisch nicht mehr sein. Der Mensch kann fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Und der Mensch kann auch praktische Vernunft üben. All das gehört zu Buddhi. Und er hat ein Selbstgefühl im Sinne von Ich bin. Und er denkt und hat ein Gefühl für sich im Unterschied zu anderen. Mensch kann sich im Spiegel beobachten und Mensch hat die Fähigkeit, alles auf sich zu beziehen. All das ist in der Vijnana Maya Kosha. Ja, es gäbe noch sehr viel mehr darüber zu erzählen und auf unseren Internetseiten findest du auch mehr. Dieses Jahr jetzt nur ein kurzer Eintrag im Yoga Vidya Multimedia Sanskrit Wörterbuch. Vijnana Maya Kosha, Jnana, Wissen, Vijnana, ein spezielles Wissen, ein anderes Wissen, das heißt steht für Intellekt, heißt für Erkenntnis und Vernunft. Ja, und Vijnana Maya Kosha, die Hülle gemacht aus Erkenntnis, bestehend aus zwei Teilen, nämlich Ahamkara, das Ich, das Ego, der Ichmacher, und als zweites Buddhi, die Vernunft, Urteilskraft, Unterscheidungsvermögen, Verstand und praktische Vernunft.